Wie Frösche aus Alzey eine große Frosch-Olympiade mit vielen verschiedenen Disziplinen. Dieses Jahr gibt es einen ganz besonderen Preis zu gewinnen. Der Sieger erhält die Hand der Froschprinzessin. Doch die hat gar keine Lust darauf. Erlebt mit uns nun eine spannende Geschichte um die diesjährige Frosch-Olympiade. Das Motto der neuen Saison lautet: Auf die Frösche, fertig, los! Es ist Zeit, den Vorhang zu öffnen. Es ist Zeit für Young Society! Frösche und andere Amphibien, willkommen zur Frosch-Olympiade. Dem Sieger gibt es Belohnung, Prinzessin Froschdeckel persönlich. Auf die Plätze, fertig! Dieses Jahr messen sich die Besten im Wettkampf. Aber wenn sich diesmal davon die Prinzessin verspricht, erlegt eine große Überraschung. Also vergiss nicht, Mädchen, wir nehmen als Kerl verkleidet an der Frosch-Olympiade teil und wenn wir gewinnen, dann müssen wir niemanden heiraten. Thank you.
Spiele gewonnen. Du darfst die Prinzessin heiraten. Alter, du bist die Prinzessin? Wie du gesagt hast, Mädchen machen Schwierigkeiten. Er ist nicht groß, er ist nicht schlank, er hat nur grünen Kleiderschrank. Er sitzt dumm rum und ist gern faul, er hat ein ziemlich großes Maul. Er bläst sich auf und er gibt an, er macht Krawall wie tausend Mann. Nun hockt der Ärmste hier im Glas als Wetterfrosch, das ist kein Spaß. Plitsch, platsch, nee, so ein Quatsch, so ein Frosch gehört in den Matsch. Und gibt hinter ein Glas. Das macht dem kleinen Kerl keinen Spaß. Im Märchenspiel, der gern den Star verwandelt, sich ganz wunderbar.